Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Psalm 34, Vers 5, da steht: Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Ist das nicht wunderbar? Ein Vers gerade für diese Zeit. Das könnte nicht aktueller sein. Viele Menschen haben Angst und wir dürfen immer wieder zu Jesus kommen und er befreit uns davon und er hilft uns. Ja, und er gibt auch Hoffnung und wir wollen dir auch Hoffnung geben. Hoffnung um 12 heute für dich. Darf Gott dich verändern? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Hilfe brauchst. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Darf Gott dich verändern? Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Da steckt so vieles drin, gerade für die heutige Zeit. Lasst euch von Gott verändern und nicht die Maßstäbe dieser Welt. Wir sind immer so schnell in den Gewohnheiten dieser Welt drin, und Gott möchte Veränderung haben. Es ist eine neue Zeit, es ist eine andere Zeit. Eine Zeit, die wir uns nie gewünscht hätten. Aber wir sind in dieser Zeit und Gott möchte uns verändern, damit wir unser Denken nach ihm ausrichten. Und wenn wir das neu ausrichten, dann sehen wir auch, was richtig ist. Wir haben manchmal keine Antworten auf die Fragen dieser Zeit, weil es noch keine gab. Es gibt so viele neue Dinge, wo wir sagen, wollten wir eigentlich nicht, aber ich muss mich entscheiden. Ich sage dir, es ist wichtig, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und das ist, ich erinnere mich gerade so, auf der Baustelle hat man so ein, man sagt Nivelliergerät dazu, das ist so ein Gerät mit dem Laser. Und da hast du dann überall die gleiche Ebene. Und das musst du ausrichten, dass es im Wasser steht. Und dann hat es überall den gleichen Wert. Und so muss auch unser Leben immer wieder neu ausgerichtet werden. Danke, Herr, für jeden, der bereit ist, diese Veränderung an sich wirken zu lassen. Ich danke dir dafür, Herr, damit du wirklich das Denken neu ausrichten kannst in unserem Leben. Und ich danke dir dafür, dass wir nicht nach den Maßstäben dieser Welt ticken, Herr, sondern so, wie du es jetzt für heute, für diesen Moment möchtest. Amen. Amen. Und wir wollen beten und nachher hören, was Gott getan hat. Per E-Mail schreibt uns eine Frau Folgendes. Nach einer Hüft-OP ist auf dem Röntgenbild ein Knochenwachstum sichtbar, was dort nicht sein soll. Habe aber noch nicht mit dem Arzt gesprochen, der mich operiert hat. Im schlechtesten Fall muss erneut operiert werden. Und das macht mir Angst. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns alle Angst nimmt. Und ich danke dir, dass auch diese Frau keine Angst haben muss, weil du an ihrer Seite bist. Und ich danke dir, dass dieses Knochenwachstum oder was immer da auch wächst, dass das verschwindet, dass diese Zellen vertrocknen und sich auflösen im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass da wirklich nichts Schädliches entstanden ist, sondern dass wirklich da eine vollkommene Heilung eintritt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für ein Enkelkind schreibt ein Ehepaar. Guten Abend, ihr Lieben. Ich habe ein großes Gebetsanliegen. Unser kleines Enkelkind hat einen starken Ausschlag auf der Haut. Sie ist erst 2 Jahre alt. Lieben Dank, dass ihr uns im Gebet unterstützt. Ja, und Jesus, du kennst auch dieses kleine Kind mit diesem Hautausschlag und ich danke dir, dass du diese Haut reinigst, dass du einfach darüber kommst mit deiner heilenden Hand und ich danke dir, dass alles, was da nicht hingehört, einfach abfällt und weggeht und vertrocknet oder was auch immer. Du hast einen Weg und ich danke dir, dass dieses Kind Heilung erfährt und segne auch die Großeltern, die dafür beten und ich danke dir, dass wir wirklich hören dürfen, was du getan hast an diesem Kind. Amen. Amen.
Schreib uns dein Gebetsanliegen, die Infos sind wie immer eingeblendet. Und ein Mann bittet um Gebet wegen Schmerzen im Unterleib. Hallo, liebes Team vom Missionswerk, bitte betet für mein Anliegen. Ich habe seit einiger Zeit Schmerzen im Unterleib, eventuell eine Harnwegsentzündung. Genaue Ursache für die Schmerzen wurde noch immer nicht gefunden. Bitte bete, dass der Herr mich heilt und mir die Schmerzen nimmt. Vor allem, dass ich nicht noch einmal einen Abstrich machen lassen muss. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ich bin euch für eure Hilfe sehr dankbar. Danke, Herr, dass du jetzt gerade in diesem Moment diesem Mann so nahe bist. Und Herr, ich danke dir dafür, Herr, den ganzen Unterleib, Herr, was da alles durcheinander ist, was entzündet ist. Herr, danke, Herr, wir rufen deinen Frieden, wir rufen Heilung hinein und ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist, der Befreier. Und lass diesen Mann wunderbar, Herr, nicht nur Schmerzlinderung erleben, sondern komplette Heilung. Danke, Herr. Amen. Amen. Gebetsanliegen wegen Arthrose und Schilddrüse, schreibt diese Frau. Liebe Isolden, lieber Daniel, heute möchte ich euch um Gebetsunterstützung bitten, wegen meiner Arthrose in meinen Fingergelenken. Der Arzt hat mir gesagt, damit muss ich leben, denn es wäre unheilbar. Das möchte ich so nicht hinnehmen und vertraue auf den lieben Gott durch eure Gebete. Dazu kommt noch meine Schilddrüsenunterfunktion, das mich zusätzlich belastet. Ich bin so traurig und habe angespannte Nerven. Vielen Dank, dass ich euch schreiben darf und danke ganz herzlich für eure Gebetsunterstützung. Es ist so schön, wenn Menschen mit Hoffnung die Gebetsanliegen schreiben, wenn sie sagen, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Ja, Gott kann ein Wunder tun und Gott möchte ein Wunder tun. Und danke, Herr, auch in diesem Fall. Herr, danke, Herr. Herr, unheilbar, Arthrose. Herr, es ist für uns Menschen die Normalität, aber für dich ist alles möglich. Ich danke dir dafür. Herr, danke, dass du wunderbar da eingreifst, auch mit der Schilddrüse. Ich danke dir dafür. Herr, auch da rufen wir deine göttliche Normalität aus. Amen. Amen. Gott tut wunderbare Dinge und davon wollen wir jetzt hören. Von einer wunderbaren Wiederherstellung schreibt auch eine Frau aus der Schweiz. Meine Freundin war Anfang Oktober 2021 schwer krank. Ich bat euch um Gebetsunterstützung. Sie hatte schlimme Augenschmerzen, konnte fast nichts mehr sehen, bekam Cortison, dann fürchterliche Rückenschmerzen. 8 Wirbel sind gebrochen und konnte sich kaum mehr bewegen. Heute sagt sie, ich bin dankbar. Meine Wirbel sind wieder zusammengewachsen. Ich bin nicht blind, ich bin nicht querschnittsgelähmt und bin wieder ohne Morphium und klar im Kopf. Der Glaube hat mich durchgetragen. Ich bin stärker geworden. Gott gehört ein großer Dank und alle Ehre. Danke an euch für die Gebetsunterstützung. Ja, Gott tut immer wieder Wunder. Und von einem erfolgreichen Gerichtsprozess schreibt uns eine Frau Folgendes. Danke für Ihre Fürbitte für meine Nichte. Gott hat eine große Tat getan. Ein 11 Jahre geführter Gerichtsprozess, der für die Betroffene den nervlichen Zusammenbruch bewirkte, ist erfolgreich ausgegangen. Auch meine Nichte ist nach 2-maligem Klinikaufenthalt auf dem Weg der Depression heraus. Gott nutzte die Anwälte und deren Wirken. Ja, und Gott kann alles zum Guten wenden und alles gebrauchen für seine Kraft und Macht. Versöhnung in einer Ehe nach 2 Jahren. Wie wunderbar. 2 Jahre war ich von meinem Mann getrennt. Ich hatte keine Hoffnung mehr, dass wir wieder zusammenkommen. Diesen Monat ist ein Wunder geschehen. Mein Mann und ich haben uns getroffen, um über die Scheidung zu reden. Stattdessen sprachen wir über Versöhnung und die Liebe, die wir füreinander empfinden. Wir haben beschlossen, uns eine Chance zu geben. Danke an alle für die Gebetsunterstützung. Ihr seid ein Segen für mich. Und das ist schön, das freut uns sehr, auch wenn Ehen wieder zusammenkommen. Und auch Corona ist für Gott kein Problem.
Mein Vater hatte Corona und war im Krankenhaus. Ich bat euch vor circa 2 Wochen um Gebet für ihn. Der Herr hat das Gebet erhört. Mein Vater ist wieder gesund und aus dem Krankenhaus entlassen worden. Danke, Gott. Ja, wie wunderbar, wenn Gott eingreift. Was für ein bunter Blumenstrauß an Gebetserhörungen und Heilung so von Kopf bis Fuß, dann wenn wieder alles funktioniert. Wie wunderbar. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Ja, ihr wisst, an dieser Stelle fange ich manchmal an, nimm dir mal Zeit. Und heute mache ich es wieder. Nimm dir mal Zeit und gleiche mal so deine Meinung ab mit dem, was Gott heute für dich möchte. Möchte er Veränderung? Lass dich verändern. Auch wenn du sagst, jetzt schon so viele Jahre mache ich das alles so, Gott möchte dich verändern. Und Gebet hat Wirkung, Gebet hilft. Und wenn du Hilfe brauchst, dann schick uns dein Gebetsanliegen. Wir beten dafür. Und wie wunderbar auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Ja, und dann sind wir auch wieder am Sonntag für dich da im Livestream, 10 Uhr Gottesdienst oder auf YouTube. Und wir würden uns freuen, wenn du dabei wärst und verabschieden uns für heute. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.